Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Warrior. Ich bin Bufke von Tube Tribute. Und jetzt schauen wir doch mal nach, was er so herzlich lalala sagt. Das ist doch ein Witz, oder? Von dem, es dreht sich mit. Schon witzig. Okay, dann schauen wir mal, was uns hinter dem anderen Wasserfall erwartet. Beziehungsweise, ob uns da was erwartet. Ein Schrein, und da ist irgendwas. Geld. Geheimnis gefunden. Ah ja, okay, gut. Weg. Ist ja nix. Geköpft. Okay, ich muss sagen, die Soundkulisse von den Dämonen haben sie echt gut hingekriegt. Auch wenn die zum Teil nicht wirklich so erschreckend aussehen, aber die Geräusche können doch einen dann schon ganz kirre machen, denke ich. Ah ja, die Kiste. Gut, gut, hier ist noch eine Kiste. Revolverkugel. Das war das brennende Haus und wir werden ins Dunkel gehen. F. Taschenlampe. F wie Flashlight. Dunkelhell, dunkelhell. Dunkelhell, dunkelhell und so. Jetzt sind wir oberhalb. Das ist doch sehr schön. Okay, so where is this sword? A gala has Mux. I saw this thing when I was locked up, like a ceramic robot. That's the one. Ah ja, das war der, der uns dann das Schwert gegeben hatte, damit wir uns befreien konnten. Scheint doch ein ganz netter zu sein. Noch mehr oder war es das? Okay, das war's. Ich geil gemacht, ey. Entschuldigung, das finde ich echt super. Die Grafik. Du kannst die Seelen der gestorbenen Ungeheuer sammeln und um Gesundheit zu regenerieren. Das war sehr schön. Schön, dass der Typ jetzt kommt. Na, kommen sie. Hab eins. That's heartbreaking. Ja. Das war echt herzerreißend. Aber war irgendwie nur eins. Was ist jetzt mit der Energie, die uns versprochen wurde? Ich glaube, dafür waren wir zu langsam. Mehr war das auch nicht. Gut. Auch weiter durch diesen atemberaubenden Bambuswald. Ab durch die Hecke. Ah ja. It'll take more than a pistol to knock these out. Aber wir wissen ja schon, wie das funktioniert. Achso, Karma-Punkte. Töte Feinde und finde ihr Blut, um Karma zu erhalten. Verwende Karma, um dir Fähigkeiten anzueignen und sie zu erweitern. Drücke, zum Fortsetzen. Okay. Und erlerne den Himmelsteiler. Ich glaube, diesen haben wir jetzt nicht. Da ist der Himmelsteiler. Kostet genau ein Kampfpunkt. Dann erlernen wir den doch. Jetzt haben wir keines mehr. Ah ja, wir können Bewegung, bisschen Glück, Verstand, Wiederherstellung und Katana-Beherrschung. Skill mit unserem erhaltenen. Na dann los. Das war der Himmelsteiler. Ist vom Trick. Ja.
schön aufladen. Wer weiß, wann der nächste kommt. Toll. Danke, lieber Ladebildschirm. Wir werden das Ganze einfach mal an. Da ist die nächste Gegnermasse. Toll, danke. Nicht nur. Ah! Ja, du schießt mit Teilen ein zusätzliches Karma. Ich kann nicht kommen sehen. Ah ja, Massaker. Oh, und wie viele Sterne? Are those things real? Ja. Sieht so aus, als würden die real, sonst würden ja hier nicht so viele Teile rumliegen. Lieber Lao Wang. Oder? Ja? Meinst du, das ist nicht? Oh, nicht? Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier kann rein. Dann hinten rum. Bam! Die, ugly bastard! Oh, der gefällt mir aber. Na! Entschuldigung, aber in Shootern, also in Spielen bin ich jetzt nicht so der wahre Künstler. Jetzt aber. Ich fühle mich lucky, Chump. Ich meine, Punk. Damn, I always fuck that up. Gut, das ist noch einer. You're a monster. Den letzten zu finden hier. Hier war jetzt nicht gerade so das Beste, aber. Wir konnten mal die Schusswaffe zeigen. Und das ist doch schon mal einiges wert. Weil weißt du, wann ich die wirklich mal gebrauche. Also ihr habt ja gesehen, bin da so ein bisschen zu hektisch und mit den Zielen während des Rennens ist immer so ein bisschen Glückskekse. Besser ein Wang in der Hand als zwei im Busch. Ja, stimmt wohl. Hard Reset. Say it with lead shot. Kann man damit spielen? Kann ich jetzt unternehmen? It's a shame to let good dynamite go to waste. Ja, alles sehr seriös. Von Hotline Miami. Say it with lead shot. Geil, da kann man ja wirklich. Right fucking now. Kann ich da jetzt dran spielen? Ich will jetzt daran spielen. Okay. Ich glaube, das war nicht so geplant. Aber wir haben gewonnen. Ha! Lag hier gerade noch was? Ich dachte, da hätte was geblinkt. Okay. Dann ab durch die Tür. Wo dann garantiert wieder neu geladen werden muss. Zu. Achso, okay. Also ist er ein Ladebildschirmabschnitt sozusagen. Und wir müssen also da durch. Dahinter ist dann zu. Okay. Wieder eine Blutspur, ey. Boah. Oh, die sind niedlich. Dieses Anlauf, ich mag das ja wirklich so sehr. Ey, noch ein Kaninchen! Scheiß Ostern! Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Ist hier gerade bei mir gar nichts? Das ist schon ziemlich düster, so nach einer Zeit. Ah! Okay. Lohnt sich. Katana, Fähigkeiten unten. Aha, aus meinen Kräften. Dazu brauche ich Ki-Kristalle. Ah ja, die verteile ich noch nicht.
Das ist Geld, noch nicht verfügbar. Und das ist Wissen. Richtiges Zielen ist der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Erhöht den Schaden an einfachen Dämonen um 10%. Der Könner entledigt Dämonen mit präzisen Hierarchien. Komm, das kostet ein. Ach, wir haben ja gar keine Kaufpunkte. Wie kann man die denn. Wie kriegt man die denn, die Karma-Punkte? Also. Ich sammle doch jetzt hier. Das waren noch gerade Karma-Punkte, die ich gesammelt habe. Dann müsste ich doch eigentlich jetzt was bekommen haben, so eine Aufbesserung oder was. So, wir gehen jetzt mal in den Gebiet hinein. Der war wieder etwas sehen können. Zum Beispiel hier nicht. Hier ist die Brücke. Mal hier so zwischendurch lang. Nein. Dann werde ich mal in die andere Richtung gehen. Mal schauen. What is this? A shrine of some kind. What's it doing here? How if I know? Looks pat and cheap though. Key-Kristalle, plus 1, okay. Dunkle Kristalle verleihen die Key-Energie. Eine Energie, mit der du dämonische Kräfte erlernen kannst. Okay. Hat man nämlich gerade die Kräfte, da sind sie doch. Jetzt können wir heilen, wir können Schutz machen, wir können Stoß. Eine größere Menge Key bündelt, kann die Reichweite der Schockwelle auf 6 Meter. Ach, da unten. Kostet 1. Ah ja. Mit dieser Grundtechnik wird Ki in Form einer Schockwelle gebündelt, mit der Gegner in 4 Metern Umkreis niedergestreckt wird. Ah ja. 3 Sekunden bewusstlos, die Wirkung erhöht sich mit zunehmender Aufladezeit. Kombination. Kann man das lernen? Das nehmen wir doch gleich. Da ist ein Schrein. Gut. Da hinten haben wir auch nochmal. Sehr schön. Haben wir doch alles erledigt. So weit, so gut. Ah, ich höre schon. Da sind sie, meine Freunde. Jetzt, komm! Das wollte ich mal ausprobieren. What are these things? Shadow beings. Ah, Schattenwesen. Pretty violent, as shadows go. Shadow beings in the shadow realm. Great. That clears everything up. Also wie es scheint, muss man die Kombination etwas verzögerter machen, damit sie überhaupt funktionieren. Okay. Haben wir doch etwas dazugelernt. Und Tür auf. Ich hoffe, wir sind jetzt schon kurz gegangen. Ah ne, hier sind wir. Okay. Guten Tag. Von wo? Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwas gehört. Wo sind sie? Da. Ich frage nicht, aber ich denke mal, das wird ganz gut sein, dass die umgefallen sind. Das ist doch einer. Das heilen wir. Falsch. Noch was? Ach,
frag ich eigentlich? Los! Oh, wie viele sind denn das? Geh weg! Na? Na? Okay, war ein bisschen schlecht, weil wir haben ganz schön viel Schaden kassiert. So. Aufgeheilt. Nee. Da brennt's auch. Das ist eigentlich die Typen. Ah. Nein, nicht schießen. Ab! Los! Jetzt mach ich unten. Noch einer? Da! Gegen die Wand! Rauf! Auf das Gesicht! Okay. Ja? So, ah, das war schon etwas besser. Why? It's a golem. It needs to go back. A temple is a place of power. Well, the biggest one around is the Kapadori Cemetery near my place. Ah ja, okay. Dann werden wir dann wahrscheinlich dann mit dem Auto hinfahren müssen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.